diese Maus in eine Tasse verwandelt. Das war total. Wüsste ich jetzt nicht. Hast du es auch versucht? Okay. Jetzt haben wir hier schon zwei Aufgaben. Nee, falscher Knopf. Für die Bücherei. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Bücherei. Da, Bibliothek. Können wir mal gerade schauen, ob wir da auch. Da ist die Bibliothek. Das ist ein Gewächshaus. Bibliothek. Die Füße. Also da würde ich jetzt so ein Gewächshaus laufen. Aber die Bibliothek ist doch eigentlich. Also muss ja irgendwo ganz anders jetzt letztendlich hier sein. Was so ein bisschen dich fehlleitet. Ich wollte mal gerade gucken, ob wir irgendeinen auch. Ja, das Flitwick. Ne, Filius Flitwick. Das ist ja der Lehrer. Hier McLagan. Dean Thomas ist da noch in der Nähe. Aber der wollte ja die Wasserspeier. Da. Zacharias Smith, der ist da. Dann suchen wir doch erstmal den. Okay. Zwei Wasserspeier, wissen wir. Ein. Hey. Achso, weil ich jetzt angesprochen wurde, muss ich auch wieder langsam gelaufen. Pisspot Porter ist total von sich überzeugt. Das einen wissen wir noch. Grob. Oh. Kommen wir dran vorbei. Ich wünschte, ich hätte Wahrsagen gewählt und nicht Karaman. Wo sind die anderen beiden? Hatte ich Fußabdrücke aus dem Blick verloren. Achtung, lassen wir durch. Wasch dir besser die Hände, bevor wir in die Bibliothek gehen. Der Prinz rastet aus, wenn du wieder Schokoladenflecken in die Bücher machst. Ja, da würde ich aber auch ausrasten. Meine Bücher sehen aus wie geleckt. Ungelesen. Also auch die gelesenen. Da bin ich richtig pingelig. Alles klar? Meine Bücher und meine Spiele. Ups, da können wir was entzünden. Spiele und auch DVDs. Da bin ich pingelig. Mag ich gar nicht, wenn da irgendwie irgendwas nicht mit passt. Also irgendwelche Knicke oder Schmierereien geht gar nicht. Und meine Taschenbücher, die sehen alle richtig gut aus. Gerade meine Warcraft-Bücher und so, da hast du keine Stresslinie. Boah, meine Frau hat mir erzählt, die hatte im Zug einen, wo wir noch ins Büro fahren mussten vor Corona. Der war, hat immer die Seiten rausgerissen, die er gelesen hat. Boah, würde ich durchdrehen, ey. Okay, wir wollten natürlich nicht zuerst so ihn, aber sind ich hoffe, wir schon mal Sie da. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht und sich intensiv mit dem Thema Gegenzauber beschäftigt. Vergessen Sie nicht, Ihre ZAG-Ergebnisse sind enorm wichtig für Ihre Zukunft. Ja, natürlich, Professor. Nur noch einen Gegenzauber, dann kann ich meinen Aufsatz abgeben. Ja, geht mir genauso. Ich kann dir da ein ganz tolles Buch empfehlen. Große Errungenschaften der Zauberkunst. Aber es ist ausgeliehen. Wir müssen herausfinden, wer es hat. Okay, dafür müssen wir auch in die Bibliothek, um das einzusehen, ne, wer es hat. Für Professor Snapes Aufsatz brauchst du Zaubertränke und Zaubergebräue. So, jetzt suchen wir ja erstmal. Oh, toll. Zacharias Smith. Müssen wir ihm unbedingt sagen, wo das Treffen ist? Jetzt, wo er über die DA Bescheid weiß, müssen wir ihn wohl fragen. Wir haben später ein Treffen. Ich habe noch zu viel zu tun und die Schule geht vor. Dafür habt ihr sicher Verständnis. Natürlich. Wenn wir dir bei den Hausaufgaben helfen, kommst du dann zum Treffen? Was? Ich denke schon. Aber ich brauche unbedingt das Monsterbuch der Monster. Also gut, wir besorgen es für dich. Hermine! Suchen wir jetzt das Monsterbuch der Monster. Ja, das haben wir doch schon gesehen gehabt. Das ist ja geringste Problem. Wir müssen es nur noch bekommen. Das ist die richtige Abteilung. Das Monsterbuch der Monster müsste irgendwo sein. Ich sehe schon. Nicht zu übersehen. Das ist das Buch, das Zacharias braucht. Harry, bringen wir es Zacharias. Wie, das war's schon? Ich dachte, du musst das jetzt irgendwie jagen oder so. Das hätten wir mal ein bisschen spannender machen können. Hätte doch statt da doof rumzustehen, mal eben selber hingehen können.
Jetzt auf zum DA-Treffen. Keine Chance, ich steck bis zum Hals in Arbeit. Ja, aber du hast gesagt... Hol mir etwas Mega-Power-Trank aus dem Krankenflügel. Dann kann ich teilnehmen. Prima. Was ein Assi, ey. So, gucken wir jetzt erstmal nach dem Buch für Snape. Oh. Hey, weißt du, woher Rowena Ravenclaw stammte? Ja, natürlich. Rowena Ravenclaw stammte aus den Bergen. Ach ja, danke. Hm? Das brauchten wir immer noch. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie das noch fragen müssen. Das sind alles Ravenclaws. Tja, hier scheint kein... Hey! Weißt du, woher... Ja, natürlich. Ach ja, dann... Das ist Sly... Nee, auch Ravenclaw. Einen schönen Tag wünsche ich. Hallo. Mein lieber Schwan, wenn das nicht Harry Potter ist, ich habe alles über dich gelesen. Stehst ja ständig in der Zeitung. Ja. Aber das meiste ist nicht wahr. Nicht wahr? In den Zeitungen steht es schwarz auf weiß. Allerdings habe ich auch schon lange keine Zeitung mehr gesehen. Ja. Kann ich die Abkürzung hinter Ihrem Porträt benutzen? Oh, nein, nein, die ist nur für Bedienstete. Naja, vielleicht könnte ich ja mal eine Ausnahme machen. Verrate mir die Schlagzeile des Tagespropheten und ich lasse dich durch. Okay. Das ist eine Bibliothek. Naja, du musst 5 Aufgaben. Tatsächlich, jetzt zieht das Lied immer hoch. Jetzt habe ich es gerafft. Okay, aber hier ist nirgendwo etwas... Ja, wir suchen ja immer noch das Buch für Snape und auch für Kräuterkunde letztendlich, ne? Aber das von Snape ist ja eh ausgeliehen. Aber wir sehen hier auch niemanden... Ich weiß nicht, wie ich da drauf kommen soll. Wer das hat. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, die da sitzen, aber die spielen ja Schach. Also hier ist... Kein Buch zum Interagieren. Wir können sie alle auf der Karte des Rumtreibers sehen. Such einfach alle DA-Mitglieder. Muss ich jetzt tatsächlich das zuerst machen? Ich dachte, wir können das so mutan nebenbei mitmachen. Aber... Kann nichts tun. Ja gut, dann suchen wir mal den Krankenflügel. Heulerei, 5. Stock. Gepflasterter Innenhof. Glockenturm Innenhof, große Halle, Kristappe. Krankenflügel. Dann laufen wir mal dahin. Tap, hier durch. Also Krankenflügel sind wir. Lodernde Ohrwürmer. Ah, sie sind überall. Tatsächlich nehmen die Fußabdrücke auch Abkürzungen. Das hatte ich mich schon gefragt. Jetzt habe ich die Antwort bekommen. Ob die das mit berücksichtigen. Was natürlich sehr cool ist. Dieses Jahr haben wir nicht die geringste Chance auf den Hauspokal. Sollen wir uns das Training der Hufflepuffs ansehen? Nein. Entschuldigung. Hallo. Da ist der Krankenflügel. Mega Powertrank? Wofür braucht Zacharias den bloß? Ist doch egal. Gehen wir zum Krankenflügel, holen ihn und fertig. Das ist ja auch tatsächlich so eine Erfindung von den Spielen. Das kam ja weder im Film noch in den Büchern vor. Also gut. Suchen wir Zacharias Mega Powertrank. Der steht da doch schon.
So. Irgendwie hatte ich erwartet, schon drin zu stehen. Ja, machen wir mal ein bisschen warm hier, ne? Incendio! Ist ein bisschen kalt. Da ist er. Ich hab ihn. Nichts wie zurück in die Bibliothek und zu Zacharias. Gucken, ob es hier noch... Repulso! Guck mal, wir waren ja die Betten hier. Ziehen wir das auf. Ja, hier, ne? Gibt ja Punkte. Damit hier die arme Mrs. Pomfrey weniger tun muss. Machen wir einfach mal. Besonders das Bett machen. Aber das ist ja wirklich mal ein cooler Move, ne? Du warst lange nicht mehr in unserem Geheimraum. Sieh nach, was drin ist. Ja, da sind ja ständig, kommen ja ständig irgendwie neue Sachen zu. Aber das ist wirklich mal ein cooler Move. Die Dinger da ausklappen, die Betten machen. Das funktioniert ja mal. Zack, zack, zack. Direkt mal noch jede Menge Punkte gemacht. Jetzt gucken wir mal. Krankenvögel entdeckt. Haben wir 100%. Da gibt's aber eine Menge zu entdecken, ey. Ist ja auch nicht groß. Aber ich find's lustig. Bibliothek, Bibliothek. Das ist alphabetisch sortiert hier. Da, Bibliothek. Repulso! Falscher. Nein! So. Licht wollte ich machen. Und Moment. Ja, ich bin verrückt. Nee, doch, es leuchtet schon. Hätte sein können, dass ich noch was machen kann. Ui, jup. Ui, jup. Ui, jup. Guten Tag. Wie geht's, wie steht's? Ups. Hier wollte ich gar nicht rein. War als immer der Vertrauensschüler. Guck mal, eine Gummiente. Hallo. Ich kann hier gar nichts machen. Passiert gar nichts. Aber meine, es gibt ja hier Wingardium Leviosa. Etwas. Oh, da drüber das Koichi-Entchen. Achso, ist gar kein Wasser an hier, ne? Mach doch Wingardium Leviosa. Geht auch nicht mehr. Ah, jetzt haben wir Wasser gemacht. Jetzt freut sich das Gummientchen. Einfach mal gucken. Okay, heißt das Vertrauensschüler oder war jetzt nur das Vertrauensschüler? War jetzt nur das Vertrauensschüler. 22% haben wir hier nur entdeckt. Also gibt es da noch mehr zu entdecken hier. In diesem kleinen Raum. Das müssten dann ja hiermit zusammenhängen. Ah, da kam jetzt Wasser raus.
Was ist denn jetzt da rausgekommen? Ach das, das ist das Ei. Cool. Das Ei aus dem vierten Teil. Und jetzt singt das auch. Ja, das ist auch das Lied davon. Hauptsache, er hat ein goldenes Ei hier einfach in eine Toilettenspülung runtergemacht und das ist stecken geblieben. Aber auch schon witzig. Sekunde eben. Na, jetzt habe ich mich hier vertan. So. Jetzt bin ich mal gucken hier. Jetzt haben wir auch 100%. Okay, dann können wir jetzt ganz beruhigt hier hingehen. Das Ball jetzt mal zu 100% voll gemacht haben. Fertig gemacht haben. Das ist spielerisch hat das jetzt nicht viel gebracht. Aber es ist doch witzig, dass sie es einfach mal noch so mit reingemacht haben. Lodernde ja, also, Ohrwürmer. Ist doch nett. Sie einfach so nebenbei uns. Ein bisschen Auflockerung. Es ist spielerisch, ist das Spiel bisher echt nicht verkehrt. Nur storymäßig, wie gesagt, die Filme sind schon viel zu kurz. Und das Spiel hätte eigentlich nicht auch noch gekürzt werden müssen, oder? Also, da hätten sie ja die Zeit gehabt. Letztendlich. Der Film, der geht halt, was weiß ich, seine 2 Stunden. Und das Spiel, das kann ja da locker seine 20, 30 Stunden gehen. Das ist doch, spricht ja nichts dagegen. Aber warum das dann so auch so noch mehr abkürzen von der Story her? So, du. Hier. Ach, damit bin ich doch schon lange fertig. Ich muss jetzt wissen, wann der fast kopflose Nick gestorben ist. Ihr seid Gryffindors, also könnt ihr es sicher herausfinden. Und kommst du danach mit zum Treffen? Ja, ja, ich denke schon. Boah, was? Saftsack, ey. Ah, Harry, suchst du mich? Sir Nicholas, wann sind Sie gestorben? Erinnerst du dich nicht? Du warst schließlich bei meiner 500. Todestagsfeier. Ach ja. Hat aber im Spiel nicht stattgefunden. Also sind sie im Jahre 1492 gestorben. Ich wusste, dass du dich erinnern würdest, Hermine. Komischerweise interessieren sich momentan alle für meinen Todestag. Wer weiß, vielleicht planen sie eine Party für mich. Das war im Spiel ja gar nicht mit drin. Okay, Zachary. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich hab gar nichts gedrückt, aber das wurde irgendwie abgebrochen, ne? Also es ist schon irgendwie kacke, als wenn sie da irgendwie die Dialoge einfach nicht zu Ende gemacht hätten. Was soll denn das? Ist doch blöd. Naja. Dean Thomas. Ja, den Macmillan ist da. Also er ist jetzt möchte Richtungsdinges lernen. Gehen wir zu Luna. Der ist noch der andere in der Nähe. Habe ich jetzt Lust drauf. Ich mag Luna. Gehen wir zu ihr. Alles fit, Kumpel? Hi. Ja, alles super. Was steht jetzt an? Entschuldigung, Entschuldigung. Ist er wieder durch ihn hier? Lodernde Ohrwürmer. Ha, sie sind überall.